Bei den Liquiditätsgraden gibt es drei verschiedene Formeln. Und Sie müssen sich wegen dieser Formeln keinen Stress machen, die finden Sie wunderbar in jeder Formelsammlung, die Sie in Ihrer Prüfung auch verwenden dürfen. Die Liquidität ersten Grades nimmt die flüssigen Mittel, also die Bestände an Bank- und Kassenvermögen, multipliziert mal 100, damit ein Prozentwert rauskommt, geteilt durch die kurzfristigen Verbindlichkeiten. Die Forderung hier ist, dass mindestens 50% Ihrer flüssigen Mittel ausreichen müssen, um die kurzfristigen Verbindlichkeiten abdecken zu können. Die Liquidität zweiten Grades ist die nächst schlechtere Liquidität, wenn Sie so wollen. Die beinhält die Liquidität ersten Grades, also sprich unsere flüssigen Mittel, und zusätzlich noch die Wertpapiere, über die das Unternehmen verfügt, und die Forderungen. Das wird wieder mit 100 multipliziert und durch die kurzfristigen Verbindlichkeiten geteilt. Nachdem wir jetzt aber auch schon die Wertpapiere und unseren gesamten Forderungsbestand dazu nehmen, ist die Forderung hier, dass ein Wert von 100% erreicht werden soll. Das heißt, Ihre gesamten kurzfristigen Verbindlichkeiten sollen durch Ihre flüssigen Mittel, L1, die Wertpapiere und Ihren Forderungsbestand gedeckt werden. Die Liquidität dritten Grades ist im Grunde das gesamte kurzfristige Umlaufvermögen. Hier wird also alles zu Geld gemacht, was man kurzfristig verkaufen kann. Das heißt, unsere Liquidität 1, unsere Wertpapiere, unsere Forderungen und zusätzlich jetzt auch noch unser Warenbestand. Das wieder mit 100 multipliziert, damit es einen Prozentwert gibt, geteilt durch die kurzfristigen Verbindlichkeiten und hier wird ein Wert von ungefähr 200% angestrebt. Jetzt ist ein zu niedriger Wert ungünstig, denn dann können Sie in Zahlungsschwierigkeiten geraten. Ein zu hoher Wert an Liquidität ist aber auch nicht sinnvoll. Ist der Wert an Liquidität zu hoch, dann bedeutet dies, dass in Ihrem Unternehmen Geld herumliegt, dessen Liquidität gar nicht gebraucht wird. Und immer dann, wenn liquide Mittel im Unternehmen liegen, dann leidet die Rentabilität, weil dieses Geld nicht rentabel eingesetzt, nicht rentabel investiert werden kann.